Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich war in der zurückliegenden Woche von einer Erkältung mit entsprechenden Symptomen geplagt, die schon am Abklingen sind. Deshalb haben die Veranstalter und ich uns dazu entschieden, meinen Vortrag in aufgezeichneter Form darzubieten. Das als Vorbemerkung. Nun zum Thema, das Sie hier sehen. Ich gehe davon aus, dass Sie alle wissen, was ein Zwiefacher ist. Wenn nicht, dann können Sie das selbstverständlich unten in der Ausstellung nachlesen. Selbstverständlich werde auch ich darauf zu sprechen kommen, aber erst im fortgeschrittenen Teil meiner Ausführungen. Mir geht es heute nicht darum, dass Sie gegen Ende meines Vortrags einen Zwiefachen singen oder tanzen können. Wahrscheinlich können Sie das ohnehin. Wesentlicher erscheint mir die Vermittlung von kulturhistorischen Zusammenhängen, zum Beispiel, warum heutzutage Volksmusik und damit auch der Zwiefache gepflegt werden. Ein Phänomen der heutigen Moderne ist ja, dass wir uns auf Traditionen besinnen, und zwar weitaus mehr als in allen vorangegangenen Epochen unserer Kulturgeschichte. Warum? Dafür gibt es einen einleuchtenden Grund. Es ist schlichtweg eine Reaktion auf historische Prozesse. Vereinfacht gesagt, vieles von dem, was früher, etwa bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts noch gebräuchlich war, ist bedingt durch den rasanten Wandel in Vergessenheit geraten. Anderes, was man als kulturell wertvoll erachtete, sollte diesem Prozess des Absterbens und Vergessens entrissen werden. Deshalb setzt er eine Bewegung des Erhaltens und Erinnerns ein, und zwar schon im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Heimatschutzbewegung, sie etablierte sich im 20. Jahrhundert. Sie, sehr geehrte Gäste, die Sie überwiegend Mitglieder des Heimatvereins sind, aber auch ich als Bezirksheimatpfleger, wir alle stehen in der Tradition dieser Bewegung. Doch bleiben wir vorerst beim Wandel. Die Veränderung beinahe aller unserer Lebensbereiche hat nicht erst mit der Globalisierung begonnen. Sie hat den Fortschritt lediglich in einem atemberaubenden Tempo beschleunigt. Begonnen hat besagter Wandel bereits mit der Industrialisierung und Technisierung vor 200 Jahren. Wir sprechen vom sogenannten Industriezeitalter, das nahm um 1800 seinen Anfang und revolutionierte die Arbeits- und Lebenswelten unserer Altvorderen in einer nie zuvor gekannten Art und Weise. Erst ab den 1970er Jahren wurde das Industriezeitalter vom sogenannten Informations- und Kommunikationszeitalter abgelöst. Mit dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel schritt auch ein kultureller einher. Von der Kultur der jahrhundertealten Agrargesellschaft ist in der modernen Industrie- und Informationsgesellschaft nicht mehr viel übrig geblieben. Anfang der 1950er Jahre lag der landwirtschaftliche erwerbstätigen Anteil in Deutschland immer noch bei 24%. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts waren es nur mehr 2%. Die alte Agrarkultur ist damit faktisch untergegangen, aber man will sie ja nicht gänzlich aus dem Blick verlieren, deshalb versucht man sie zumindest ideell zu dokumentieren. Andernfalls würden wir uns heute nicht hier versammelt finden. Eine Konsequenz der Heimatbewegung war die Gründung von Heimatmuseen. Die klassischen Heimatmuseen sind Horte von Gegenständen des einsttägigen Gebrauchs, Mobiliar, Arbeitsgeräte, Kleidungsstücke und vieles mehr. Denken Sie beispielsweise hier an die Kröninger Hafnerware, die sich im Museum in Vilsbiburg befindet. Mit diesen Sachzeugnisse vergangener Zeit wird die ländlich-bäuerliche Handwerkerkultur der näheren Umgebung dokumentiert. Die Wissenschaft spricht von materieller Kultur. Das ist die eine Seite der Heimatbewegung, die materielle. Daneben
kam etwa ab den 1920er, 30er Jahren die immaterielle Kultur ins Spiel, nämlich das geistige Erbe. 2003 verabschiedete nun die UNESCO ein Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, wie Sie auch hier sehen, Sagen, Geschichten. Diesem Übereinkommen ist die Bundesrepublik 2013 beigetreten. Damit soll das reiche immaterielle Kulturerbe verstärkt ins Blickfeld rücken. Und auch wenn dieses Erbe physisch nicht im direkten Sinn greifbar ist, bildet es für die einzelnen Gemeinschaften dennoch einen ganz wesentlichen Bestandteil ihrer regionalen Identität. Ein paar Beispiele dazu. Überlegen Sie sich, wie stark sich die Landshuter mit ihrer Fürstenhochzeit identifizieren oder die Furter mit ihrem Drachenstich hier Bildmitte. Oder was bedeutet speziell uns Bayern die bayerische Brautradition nach dem Reinheitsgebot? Zum immateriellen Kulturerbe wurde mittlerweile auch erklärt, der Georgi-Ritt in Traunstein links, die traditionelle Karpfenteigwirtschaft in der Oberpfalz rechts oder die Goldhauben-Tradition im Passauer Land oder das Feldgeschworenenwesen in Bayern, das auf einen alten Rechtsbrauch zurückgeht. Ja, und auch der Zwiefache zählt zum immateriellen Kulturerbe. Den Antrag dazu habe ich selbst ausgearbeitet, das war im Jahr 2016. Zum Vergleich, die Landshuter Fürstenhochzeit schaffte es 2014 ins Bayerische Landesverzeichnis. Erst 4 Jahre später, 2018, erfolgte der Eintrag ins Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Mit dem Zwiefachen gelang beides bereits im Jahr der Antragstellung 2016 und zwar innerhalb von 6 Wochen. Warum? In jedem Fall weist der Zwiefache eine wesentlich längere Tradition auf als das Landshuter Mittelalterfestspiel, das man dort seit 1902 feiert. Und darüber hinaus ist die Verbreitung des Zwiefachen nicht lokal begrenzt, sondern er streckt sich überregional, über ganz Bayern und darüber hinaus, wie eben diese Karte zeigt. Und er bedarf keiner vereinsmäßigen Organisation. Er zählt zum lebendigen Traditionsgut, das jederzeit und aller Orten erklingen kann. Schauen wir uns nun den Zwiefachen genauer an. Der Zwiefache ist eine Musikgattung, die man der Stilrichtung der Volksmusik zurechnet. Ebenso wie man beispielsweise eine Symphonie zur ernsten oder zur klassischen Musik zählt. Ich rede übrigens lieber von ernster Musik, das ist der eigentliche richtige Begriff. Denn klassische Musik ist ja zwischen 1730 und 1830, aber ernste Musik betrifft ja alle Musikepochen. Wir reden also von einer Stilrichtung, nämlich von der Volksmusik, und innerhalb dieses Stils von einer bestimmten Gattung, nämlich dem Zwiefachen. Und beide sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb ist ja zunächst mal zu fragen, was es mit dieser Volksmusik auf sich hat, die offensichtlich so wertvoll und identitätsstiftend erschien, dass man vor etwa 100 Jahren damit begann, ihre Pflege auszurufen. In den Jahrhunderten zuvor wurde nämlich diese Musik eher als minderwertig betrachtet. 3 Beispiele dazu. In den Bevölkerungslisten der Bücher Esra und Nehemia des Alten Testaments rangierten zwar die Tempelsänger an erster Stelle, aber die Volkssänger tauchen nach den Sklaven und in unmittelbarer Nähe zu den Kamelen und Eseln auf. Die mittelalterlichen Musiktheoretiker sprechen von der Musica vulgaris, der gewöhnlichen Musik. Diese hatte mit der Ars Musica, der geordneten Musiklehre, kaum etwas gemein. Sie wurde keiner näheren Betrachtung unterzogen und für wert befunden. Auch die Musik der Spielleute und Musikanten in der frühen Neuzeit blieb weitgehend unbeachtet. Ein forscherisches Interesse an dieser Kultur der unteren Sozialschichten, das bestand nicht in den Jahrhunderten der Herrschaftsgeschichtsschreibung.
Diesem Umstand ist so manche Wissenslücke um die Volkskultur geschuldet. Was indessen sehr wohl unter Beobachtung stand, und das ist interessant, waren die zahlreichen Musizieranlässe, sinnenfreudige Tanzlustbarkeiten in Wein- und Bierwirtschaften, bei Hochzeiten, zu Jahrtagen und Kirchweihen, in Bierschenken. Sowohl die weltliche Obrigkeit des absolutistischen Staats, als auch die geistliche Obrigkeit im Spannungsfeld zwischen Reformation und Gegenreformation wollten darin Vergnügungen erblicken, welche die Verschwendungssucht nährten und die öffentliche Moral gefährdeten. Dementsprechend ablehnend stand man der musikalischen Volkskultur gegenüber. Dies zeigte sich ganz konkret in den Tanzverboten, die es nur so harrte. Übrigens, die Geringschätzung ländlicher Tanzmusik trieb bis ins 20. Jahrhundert ihre Blüten. Insbesondere der Klerus zog gegen die Tanzgelegenheiten massiv zu Felde. Schließlich begünstigten sie die Begegnung beider Geschlechter. Bei ihren priesterlichen Erziehungsversuchen verengten die Pfarrer die christliche Verkündigung auf moralische Verbote und Kirchengebote. So geißelte 1851 der Stadtpfarrer Franz Xaver Massel von Passau die Entartung der erwachsenen Jugend. Insbesondere den jungen Frauen redete er ins Gewissen, dass, Zitat, eine in reinen Sitten bewahrte Jugend, ein in Ehrbarkeit und Zurückgezogenheit zugebrachter lediger Stand bessere Bürgschaften für eine glückliche, von Gott gesegnete eheliche Verbindung gebe, und jetzt kommt's, als der Name, den man sich auf Tanzplätzen und auf Bällen, in Schauspielhäusern und auf Vergnügungsplätzen als gute Tänzerin macht. Zitat Ende. An dieser Stelle ist anzumerken, was wir heute als Volksmusik bezeichnen und was so kultiviert erklingt, war in seiner ursprünglichen Funktion die Tanzmusik der einfachen Leute. Und diese Tanzmusik, diese einfachen Leute, das ist bestimmt kein Designermodell, was wir hier sehen, diese Tanzmusik der einfachen Leute bestand aus Musikgattungen. Dreher, Polka, Schottisch, Landler, Mazurka, Halbwalzer und Zwiefache. Erst die deutsche Jugendbewegung wandelte die Geringschätzung der Volksmusik ins Gegenteil. Die Jugendbewegung entwickelte sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Sie war dem zivilisationskritischen Gedankengut der bürgerlichen Jugend in den Städten entsprungen, programmatisch betrachtet eine Reaktion auf die Industrialisierung. Die Protagonisten der Jugendbewegung predigten nämlich die Abkehr vom industriell geprägten städtischen Leben. Dem setzten sie das Naturerleben entgegen und griffen bei ihren ausgedehnten Wanderungen auf hergebrachte Kulturelemente zurück. Die Wiederaneignung von Volksliedern und Volkstänzen spielte hierbei eine ganz wesentliche Rolle. Deshalb ist dieser Zweig innerhalb der Jugendbewegung als Wandervogelbewegung in die Geschichte eingegangen. Damit einher schritt peu à peu die gesellschaftliche wie kulturelle Aufwertung von Volksmusik, und damit hatte auch die Geburtsstunde einer kulturpolitischen Bewegung geschlagen, nämlich der Volksmusikpflege. Selbstverständlich kennt auch die Volksmusikpflege ihre Pioniere. Einige davon sind aus der Jugendbewegung hervorgegangen. Ich begnüge mich hier mit einer skizzenhaften Aufzeichnung von ein paar Namen und Informationen. Erna Schützenberger. 1892 bis 1975, sie begründete 1927 den Passauer Volkstanzkreis. Dieser verschrieb sich der Pflege von überlieferten Figuren und Rundtänzen. Zu letzteren, zu den Rundtänzen, zählen eben auch die Zwiefachen. Die Initiative von Erna Schützenberger strahlte über ganz Bayern aus. Nach dem Passauer Vorbild wurden zuerst in Dingolfing, dann in München und danach an vielen weiteren Orten in Bayern sogenannte Volkstanzkreise gegründet. Kim Pauli, Schauspieler, Musiker und schließlich durch das Haus Wittelsbach ermuntert, Volksmusik bzw. Volksliedpfleger. Er sammelte in erster Linie Lieder, aber er war auch Organisator des ersten Rundfunkpreissingens in Oberbayern 1930 und weiterer Preissingen, unter anderem 1931 in Landshut, 1933 in Mainburg
plötzlich, und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, kann man sagen, plötzlich war Volksmusik im Radio zu hören, das ließ aufhorchen und adelte diese Musik gewissermaßen. Von sich reden machte 1933 in Mainburg die Hallertauer Bauernkapelle Schwarzfischer, nicht zuletzt mit ihren originellen Zwiefachen, die in der Zeitung stand. Bei den Rundfunkpreissingen in Landshut und Mainburg ebenfalls mit dabei, und zwar programmgestaltend, war Kurt Huber, Professor, Doktor, Philosoph, Musikwissenschaftler, Volksmusikforscher. Die Preissingen in Landshut und Mainburg dienten Huber zur Materialerhebung. Hervorgegangen ist daraus das Niederbayerische Liederbuch, das posthum 1954 erschien und neben überlieferten Liedern auch Zwiefache enthält. Tragischerweise wurde Kurt Huber 1943 mit Vertretern der Widerstandsgruppe Weiße Rose hingerichtet. Wastl Fandert aus dem Chiemgau 1915 bis 1991, quasi der geistige Nachfolger von Kim Pauli, mit seiner Sendung Bayerisches Bilder- und Notenbügel war er Begründung von Volksmusiksendungen im bayerischen Fernsehen. Fandal wurde damit zum populärsten Nachkriegswegbereiter der Volksmusikpflege im gesamten bayerisch-alpenländischen Raum. Freundschaftlich verbunden war er den Hallertauer Zwiefachen-Interpreten, den Dellenhauser Musikanten und der Gesangsgruppe Eberwein, die er gelegentlich in Fernsehsendungen holte. Dies trug erheblich zur Popularisierung des Zwiefachen bei. Mit Kurt Becher 1914 bis 1996 trat abermals ein Vertreter der musikalischen Jugendbewegung in die Volksmusikszene. Ab 1963 war er Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, und durch ihn hielt die Volksmusikpflege nicht nur beim Landesverein Einzug, er erklärte die Volksmusik quasi zum Arbeitsfeld der Heimatpflege. Dem Zwiefachen schenkte der Verein in verschiedenen Notenveröffentlichungen seine Aufmerksamkeit. Und auch das ist interessant. Die Volksmusikpflege hat kaum Notensammlungen veröffentlicht, die sie ausschließlich mit einer einzigen Gattung beschäftigt hätte. Jetzt wissen Sie, warum dass ich vorhin den Gattungsbegriff eingebracht habe. Anders ist es bei der Gattung des Zwiefachen. Der hat mehrfach Publikationen bekommen, wo nur Zwiefache drin enthalten sind. Wenn wir uns nun vor Augen führen, was unter dem Sammelbegriff Volksmusik zusammengefasst wird, dann reden wir von Volksliedern, Volkstänzen und Instrumentalmusik. Das Besondere am Zwiefachen ist, er passt in alle drei Kategorien, weil er erstens instrumental wiedergegeben werden kann, zweitens getanzt wird und, sofern ein Text vorhanden ist, drittens auch vokal, sprich gesungen erklingt. Was Sie alle wissen, seine musikalische, tänzerische Besonderheit besteht im Wechsel zwischen Dreiviertel, also Walzer, und Zweivierteltakt, Dreher. Dieser Taktwechsel, und das ist das Charakteristische für den Zwiefachen, ist mit einem Tanzschrittwechsel verbunden. Beides erfolgt bei einem einfachen Zwiefachen regelmäßig, bei einem komplizierteren unregelmäßig. Und genau darin liegt der Reiz beim Zwiefachentanzen. Damit hätten wir eigentlich den Zwiefachen schon definiert. Nun fällt diese tänzerische Umsetzung vergleichsweise leicht bei einer einfachen Zwiefachenmelodie. Die Eudikat, die kennen Sie alle. Unser Eudikat möcht Anno Anno, unser Eudikat möcht Anno Ohren. Walzer, Walzer, Dreher, Dreher, Walzer, Walzer, Dreher, Dreher, Walzer, Walzer, Dreher, Dreher, Walzer, Walzer, Dreher, Dreher. Das kann man sich merken, das kann auch vielleicht der etwas musikalisch weniger Talentierte ganz gut choreografisch umsetzen. Bei einem schwierigen Zwiefachen kann dies eine durchaus anspruchsvolle Herausforderung sein. Und jetzt hören wir uns mal den Meilinger an, den uns der Georg aufspielt. Als Tonbeispiel.
da wird schon komplizierter. Walzer, Dreher, Dreher, Walzer, Dreher, Dreher, Walzer, Dreher, Dreher, Walzer, 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 Dreher, Walzer, 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 Dreher, Dreher, Dreher. Also da muss man dann schon mitdenken, beziehungsweise der gute Tänzer hat das natürlich im Gefühl. Übrigens, diese Handschrift stammt von Josef Schwertl, 1912 in Mierskofen geboren, also ganz aus der Nähe. Übrigens auch grafisch wunderschön, mit einer Notenfeder geschrieben. So haben wir tausende von Melodien bei uns im Archiv des Bezirks Niederbayern. Ja, aber selbst dann, wenn es schon ein bisschen komplizierter ist, geht es immer noch abwechslungsreicher, denn der eine oder andere Zwiefache verlangt nämlich von den Tanzpaaren neben den Dreher- und Walzerschritten zusätzlich einen Polka- bzw. Wechselschritt. Und in diesem Fall reden wir dann von einem Trifachen. Hier ein Beispiel, das uns der Georg anspielt, wenn der Bauer ins Weinland fährt. Gar nicht so einfach. Walzer, Polka, Walzer, Dreher. Das muss man erst mal hinbringen. So, vielen Dank, Herr Musikmeister. Gerne. Was wissen wir nun über die Entstehung des Zwiefachen? Die Kulturgeschichte der einfachen Leute, das habe ich ja schon gesagt, interessiert die lange Zeit nicht. Deshalb liegt die Entstehung im Dunkeln. Zwar kennt man den Taktwechsel bereits von der Musik des Mittelalters und des Barocks, aber noch kann keine Rede von einem Zwiefachen sein. Dieser kombiniert, und das ist von Bedeutung, Dreher und Walzer, also das musikalische und das tänzerische Element im Paartanz. Die Volksmusikforschung des 20. Jahrhunderts ging lange Zeit davon aus, dass der Zwiefache entweder durch Dehnung einzelner Töne oder durch Taktverkürzungen entstanden ist. Also eigentlich durch die Improvisationslust der Musikanten, die sich dann später verfestigt hat und die Bezeichnung Zwiefach erhalten hat. Aber es gibt noch eine andere, eine plausiblere Erklärung oder einen Forschungsansatz für die Entstehung der Zwiefachen. Und der geht auf das Zusammenspiel von gesungener und instrumentaler Tanzmusik zurück. Das Instrumentarium um 1800 bestand nämlich aus Dudelsack, Drehleier, Geige, also Instrumente, zu denen man singen konnte, im Gegensatz zu den Blasmusikinstrumenten. Der Rhythmus wurde bei diesen Instrumenten nicht instrumental markiert, wie jetzt beim Georg mit seinem Akkordeon, wo er hinten eine Bassreihe hat und einen Bass und einen Nachschlag zuspielen kann. Der Rhythmus und somit auch der Schrittartwechsel, der wurde vom Liedtext bestimmt, mit seinen betonten und unbetonten Zeiten, mit seinen kurzen und gedehnten Silben. Dies scheint zumindest für Gegenden wie dem Kesseltal im schwäbischen Jura oder im Schwarzwald plausibel, weil es dort zu nahezu allen Zwiefachen Texte dazu gibt. Interessanterweise für die bayerischen Zwiefachengebiete des 19. und 20. Jahrhunderts sind kaum Texte oder wenn dann nur Bruchstücke, also Fragmente überliefert, die tradierten Notenhandschriften der ländlichen Tanzmusikanten hierzulande enthalten in der Regel Zwiefachenmelodien ohne Text, wie Sie hier wieder sehen bei der vorhin gezeigten Schwertl-Handschrift. Das heißt, es hat wohl eine Weiterentwicklung stattgefunden zum instrumentalen Zwiefachen. Denn die Texte der bekannten gesungenen Zwiefachen von Josef und Michel Eberwein, die Sie hier unten in der Ausstellung sehen, das sind Neuschöpfungen. Sie sind nachweislich erst seit 1950 in Gebrauch, also die ersten sind 1948 entstanden. Hier zum Beispiel der Hopferzupfer Zwiefache aus dem Jahr 1956. Ich bin ein alter Schmeizlschnupfer, gehe alle Jahr zum Hopferzupfer, da gibt es ein Geld, hab allweil mein Freude auf der Welt und so weiter. Also das sind zwei Strophen, wo ein Zwiefacher quasi zu einem zwiefachen Lied gemacht wurde. Was wissen wir nun über das Alter des Zwiefachen? Die bisher älteste Quelle stammt aus der Zeit um 1730. Sie befindet sich im Stadtarchiv Amberg in der Oberpfalz. Es handelt sich dabei um eine Tabulatur für Mandora, also handgeschriebene Noten für ein lautenähnliches Instrument.
sehen Sie hier, sehen Sie auch unten in der Ausstellung. Mir ist klar, dass das niemand lesen kann, müssen Sie auch nicht. Die besagte Sammlung enthält zwei Zwiefache. Der erste ist mit Aria überschrieben, der zweite, und das ist der hier ohne Titel, der erinnert uns an den weit verbreiteten Nobelschmidt-Zwiefachen. Hier die Transkription des Zwiefachen. Und die Transkription hier für Gitarre, die spielt uns jetzt der Georg Schnell an. Also fast dasselbe, eine Variante sozusagen. Warum gibt es so viele Varianten übrigens in der Volksmusik? Ganz einfach, es hat keine Werktreue gegeben wie bei der ernsten oder klassischen Musik, sondern das darf man auch belieben verändern, und vor allen Dingen auch, weil die Überlieferung ja nicht meistens eine schriftliche, sondern eine mündliche war, sprich durch Hören, durch weiter singen und weiter vermitteln. Woher diese Handschrift kam, die ich Ihnen da vorhin gerade gezeigt habe, das weiß natürlich niemand, die da. Zweifellos ist sie auch sehr wertvoll und dennoch ist sie kein Beweis, dass der Zwiefache aus der Oberpfalz stammen würde oder seinen Ursprung hätte. Diese kommen nämlich in bunter Vielfalt ebenso in Niederbayern, im nördlichen Oberbayern, östlichen Mittelfranken, bayerischen Nordschwaben und im Egerland vor. Was wissen wir jetzt über die Bezeichnung des Zwiefachen? Das Wort Zwiefach als bisher erste bekannte Begriffserwähnung fällt in einem Protokoll des Hofmarktsgerichts Wolfersdorf in der Halle Dau vom 12. November 1780. Vor dem Hofmarksrichter mussten sich vier Bauernburschen wegen Missachtung, was habe ich heute schon gesagt, wegen Missachtung des Tanzverbots verantworten. Und laut Gerichtsprotokoll hatten sie sich, ich zitiere, erfrecht in der hiesigen Wirtstaverne unanständig und ärgerlich zu tanzen und die Füße mit denen der Weibsbilder ihrigen durcheinander zu schlingen. Zitat Ende. Dieser Tanz, so heißt es weiter, wird, Zitat, unter dem Bauernvolk das Zwiefachentanzen genannt. Zitat Ende. Ha, ziemlich sicher war damit aber nicht der Zwiefache als Tanzgattung gemeint, sondern lediglich das Tanzen zu zweit, also der Paartanz. Dieser war nämlich bis Ende des 18. Jahrhunderts obrigkeitlich verboten. Zur gängigen Tanzpraxis zählte bis dahin der Reigen- oder der Gruppentanz, und der sah so aus. Konkreter wird es jetzt nach 1800. 1825 erscheint der älteste Notendruck mit taktwechselnden Tänzen in Prag. Der Autor Johann Ritter von Rittersberg sammelte dafür tschechische und deutsche Lieder sowie 50 Narodnie Bizhne. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber das heißt Nationaltänze. Darunter 7 Taktwechsler. Den Begriff Zwiefacher sucht man vergeblich. Aber einer, den Talian, den kennen wir aus zahlreichen bayerischen Musikhandschriften. Es handelt sich nämlich um die Eudekat, und hier in einer Variante spielt uns der Georg wieder an. Also eindeutig die Eudekat in einer etwas umspielten Weise im zweiten Teil. Vielen Dank für das Beispiel. Ja, 1837 spricht Johann Andreas Schmeller in seinem bayerischen Wörterbuch vom Zwiefachtanzen. Das heißt, nach der älteren bayerischen Manier, deren Musizierweise im bekannten Volkslied der Nagelschmidt nachgeahmt und ausgedrückt ist. Zitat Ende. 1848 gibt der gebürtige Schwandorfer
den Sie als Komponisten der Bayernhymne kennen, Konrad Max Kunz, 12 der schönsten alten Oberpfälzer Bauerntänze heraus. Und Kunz benennt die wechseltaktigen Tänze erstmals und ausdrücklich als Zwiefer. Kunz war damals Chorleiter des Männergesangsvereins Münchner Liedertafel und Chordirigent der Königlichen Staatsoper. Er bewegte sich also in städtisch-bürgerlichen, in gehobenen Kreisen. Deshalb richtete er seine Oberpfälzer Zwiefachenmelodien für das Pianoforte ein. Das war nämlich das Hausinstrument des Bürgertums. Die Tradition, die Oberpfälzer kannte er schon, weil er als Bub in der Kapelle seines Vaters mitgespielt hat. Und da merkt er jetzt dazu an, in seiner Publikation, erstens war es nicht üblich, die Zwiefachen zu notieren. Sie wurden dem musikalischen Nachwuchs mündlich überliefert. Das heißt, durch Vorsingen, Vorspielen und durch Nachspielen wurden sie gelernt. Und zweitens vermutet Kunz das Alter des Zwiefachen vor Erfindung des Taktstrichs. Und damit setzte, und der Taktstrich setzte sich erst im Laufe des 17. Jahrhunderts durch. Jetzt sprechen Ritter von Rittersberg und Kunz übrigens in ihren Veröffentlichungen von Nationaltänzen oder Nationalmelodien. Auch das kann man erklären. Die Befreiungskriege 1813 bis 15 sollten die französische Vorherrschaft über Europa brechen. Sie löste ein nie zuvor gekanntes Nationalgefühl aus. Und das ging bis hinein in die Kunst, in die Literatur, in die Musik. Und so gab es zum Beispiel dann klassische Komponisten, die ihren Werken entsprechend Ausdruck verliehen, indem sie Volksmusik ihrer Heimat darin verarbeiteten. Es gibt ein paar prominente Beispiele, die zum Beispiel den Furiant, das ist ein böhmischer Bauerntanz, der ähnlich wie der Zwiefache zwischen Zweiviertel- und Dreivierteltakt wechselt. Smetana zum Beispiel, Friedrich Smetana, verwendete den Furiant in seiner Oper Die verkaufte Braut 1886. Hier der Komponist und hier das Deckblatt einer späteren Partitur. Anton Dvorak verarbeitete den Furiant unter anderem mehrfach in seiner tschechischen Suite Opus 39. Und der Münchner Komponist Karl Orff, der ja im 20. Jahrhundert die berühmte szenische Kantate Carmina Burana schrieb, 1935-36, der verwendete mit dem Tanz Uff dem Anger ebenfalls einen Zwiefachen. Da, 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 di, da, 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 di, da, da, ist wahrscheinlich jedem bekannt, der, weil das eigentlich ein richtiger Ohrwurm ist, der sich so hineinschlägt ins Gehör. So, was passiert nun im 20. Jahrhundert? Nachdem in den 1920er Jahren Volksmusik als pflegenswertes Kulturgut entdeckt wurde, erreichten die Belange der Volksmusikpfleger Anfang der 1930er Jahre durch die großen Rumpf- und Preissingen eine breite Öffentlichkeit, auch in Niederbayern. Allerdings funken ab 1933 die Nationalsozialisten dazwischen. Das Preissingen in Mainburg, das im Juli 1930 stattfand, also 2 Jahre nach Landshut, und wenige Monate nach der Machtergreifung, wurde von den NS-Funktionären bereits zu einer machtvollen Kundgebung der Heimatliebe stilisiert. Zitat: Reichskanzler Hitler will das ganze Volk wieder zu Liebe und Treue zum Heimatboden, zum Vaterland erziehen, konnte man in der örtlichen Presse im Juli 1933 lesen. So, die bescheidenen bayerischen und vollkommen unpolitischen Dialektlieder eigneten sich überhaupt nicht, die großdeutschen Machtgelüste zu beflügeln. Doch mit der Erziehung zum Heimatgedanken, die ab 1934 offiziell vom Amt für Volkstum und Heimat verfolgt wurde, sollten die Menschen auf das bodenständige Volkstum und seine völkisch-rassische Eigenart und gegen äußere Einflüsse eingeschworen werden. Insbesondere den modernen musikalischen Stilrichtungen wie dem aus Amerika stammenden Jazz, der ja zudem noch vielfach von schwarzen Musikern ausgeübt wurde, versuchte die Reichsmusikkammer entgegenzuwirken. Für die Rundfunkstationen wurde bereits 1935 ein Jazzverbot
ausgesprochen sogenannte echte Bayernkapellen in bodenständigen Trachten sollten nun das, Zitat, gesunde Volkstum im Kulturkampf gegen die sogenannte Nickermusik verkörpern. Hier nochmal die Hallertauer Trachtenkapelle oder Bauernkapelle mit Weste, langer Stiefel, Lederhose, Gehrock und Faltenstiefeln. Und jetzt mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1936, dem Saulucker Zwiebacken oder dem Husterter. Damit Sie einen Eindruck bekommen vom Klang dieser Musik. Übrigens, erst jetzt mutierten die Musikgruppen zu sogenannten Trachtenkapellen. Frühere Fotografien nämlich zeigen die Blasmusikanten und Besetzungen fast durchweg im Straßenanzug. Schauen Sie hier, die Musikkapelle aus Oberpöring 1920. Bei ihrer Propaganda für das arteigene Volkstum bedienten sich die Nationalsozialisten natürlich der Medien, insbesondere des Rundfunks, aber auch volksmusikalischer Großveranstaltungen in Form von groß aufgemachten Heimatabenden und der modernen Aufnahmetechnik. Und diese Aufnahme, die Sie vorhin gerade gehört haben, die hat Schwarzfischer 1936 aufgenommen, und zwar bei einem der damals größten europäischen Schallplattenkonzerne, der Berliner Karl Lindström AG, hat eine Schallplatte eingespielt und darunter befinden sich auch 7 Zwiefache. Von 1933 bis 1939 hatte Schwarzfischer 34 Auftritte beim Reichssender München. Als Vorzeigekapelle nahm Schwarzfischer mehrfach an großen Heimatabenden im Zirkus Krone teil. Und auch der Heimatabend war ja zu Propagandazwecken von den Nationalsozialisten weidlich ausgeschlachtet worden. Nochmal, deswegen mutierten die Musikstücke und auch die Zwiefachen, die damals gespielt wurden, nicht zur NS-Musik und blieben das, was sie waren, nämlich einfache, überlieferte, bäuerliche Tanzmusik. Aber festzuhalten bleibt, dass auch diese Musikrichtung, wie vieles andere, während des Dritten Reichs ideologisch vereinnahmt wurde. Was aber schon zudem problematisch war, von dieser weltanschaulichen Umklammerung konnte sich die Volksmusikpflege in den Nachkriegsjahrzehnten nur ganz schwer lösen. Der ideologische Feldzug wurde fortgesetzt, anstatt die unterschiedlichen neuen musikalischen Stilrichtungen zu tolerieren, werteten die damaligen Volkstumspfleger moderne Tanzmusik, Rock, Pop, Schlager und volkstümliche Musik weiterhin ab und überhöhten die ehemalige bäuerliche Tanzmusik zur wahren und echten Volksmusik. Erst in jüngerer Zeit ist der Umgang mit dieser Volksmusik etwas entspannter und vor allem undogmatischer geworden. Wie dem auch sei, eine zentrale Rolle bei der Popularisierung von Volksmusik spielte der Bayerische Rundfunk schon während der NS-Zeit. Und dann unter anderem politischen Vorzeichen selbstverständlich nach dem Zweiten Weltkrieg. 1945 nahm der Sender München unter der Bezeichnung Radio München, ein Sender der Militärregierung, seinen Betrieb wieder auf. Und jetzt kommt's, laut Anweisung der Amerikaner durfte nun wiederum keinerlei Blasmusik in den Sendungen des Bayerischen Rundfunks eingesetzt werden. Das ist übrigens der Grund, warum jetzt die sogenannte Stubenmusik plötzlich auflebte und Konjunktur hatte, die übrigens auch in den 1930er Jahren erfunden wurde. Aber das nur nebenbei. Mit der Gründung einer Abteilung Volksmusik im Jahr 1949 kommt dann allmählich mehr Farbe ins Spiel. Vor allem ging es darum, die einzelnen bayerischen Regionen klanglich abzubilden, denn beim BR erkannte man eines ganz rasch. Seit dem 19. Jahrhundert war ja das Vorarlberg touristisch bevorzugt, aber das konnte und sollte eben Bayern nicht in seiner Gesamtheit volksmusikalisch repräsentieren.
Und vor allem im Zwiefachen, ob gesungen oder instrumental vorgetragen, erblickten die Programmgestalter nun eine Eigenart anderer bayerischer Regionen. Die Zwiefachen, die hoben sich nämlich stilistisch und hörbar von den gebirgerischen Weisen und Liedern ab und damit nahm die Zwiefachen-Renaissance ihren eigentlichen Anfang. Allerdings ließen sich die bekannten Zwiefachen-Interpreten in den Nachkriegsjahrzehnten, die dann auch in den Sendungen des Bayerischen Rundfunks zu hören waren, leicht an den Fingern einer Hand abzählen. Die Eichacher Bauernmusik zum Beispiel, eine Besetzung 10-Mann-Blaskapelle mit einem Repertoire überwiegend aus traditionellen Musikstücken. Sie spielte nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich mehr oder weniger erfolglos gegen den Zeitgeschmack an mit ihren traditionellen Musikstücken. Aber 1966 erfolgte ihre volksmusikalische Entdeckung und zwar bei einem oberbayerischen Musikantenwettstreit in Rosenheim. Und wer hat das veranstaltet? Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und der Bayerische Rundfunk. Und für die Veranstaltung nannten sie sich jetzt zum ersten Mal Eichacher Bauernmusik, weil das origineller geklungen hat. Vorher hießen sie nämlich Kapelle Baroner. Das war der Heinrich Baroner, nach ihm war die Kapelle benannt. Und ich erspare Ihnen jetzt sein Lamento, wie er gesagt hat, dass die Leute seine Musik nicht mehr hören wollen, weil sie alle moderne Musik bevorzugen. Und erst durch den Bayerischen Rundfunk ist er wieder ins Gespräch gekommen. Wie ich schon gesagt habe, Volksmusik wird plötzlich geadelt. Mit den immer beliebteren Volkstanzveranstaltungen und Musikantentreffen eröffneten sich jetzt neue Spielgelegenheiten. Die Musikgruppe hatte nämlich anfangs nur wenige Zwiefache im Repertoire, das Biberler, Wildsauer, Sachs, die Hollerstauern, den Zitterer oder die Eurekat. Und heute spielt die Eichacher Bauernmusik in dritter Generation. Und weil sich die Zwiefachen bei Volkstanzveranstaltungen zunehmender Beliebtheit erfreuten, eignete sich die Gruppe mit den Jahren weitere 40 dieser Wechseltakter an. Die Blaskapelle Otto Ebner. Otto Ebner, 1902 bis 1978, stammte aus Berg, einem Ortsteil des niederbayerischen Marktes Metten. Er hat in der Platzlkapelle gespielt und nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als Musiker und Arrangeur für die Münchner Funkscharen. Und angeregt vom Bayerischen Rundfunk gründete er im selben Jahr seine Blaskapelle Otto Ebner. Mit dieser war er wesentlich an der Wiederbelebung der Blasmusik im Bayerischen Rundfunk beteiligt und zugleich fand er viele Nachahmer und prägte damit auch die Blasmusikkultur der Nachkriegszeit wesentlich mit. Das Rundfunkschallarchiv birgt 650 Aufnahmen von der Blaskapelle, darunter viele Zwiefache. Und dann komme ich schließlich zur Gesangsgruppe Eberwein und zu den Dellenhauser Musikanten. Josef Eberwein, 1895 bis 1981, hatte mit seiner Hallertauer Sängergruppe Dellenhausen, eine Männersängergruppe, bereits 1933 beim Mainburger Preissingen mitgewirkt. 1946 gründete er die Gesangsgruppe Eberwein, ein gemischtes Gesangsquartett. Sein jüngster Sohn Michel, hier mit Akkordeon im Bild, gründete 1948 mit seinen Brüdern die Dellenhauser Musikanten, die sich binnen weniger Jahre von einem Quartett über ein Quintett zu einem Septett formierten. Von Anbeginn an spielten die Zwiefachen bei den Eberweins eine große Rolle. Michel Eberwein schrieb sämtliche Zwiefache auf, die er in seiner Umgebung bei den Tanzmusiken hören konnte. Seinen Vater regte er an, sich auch neue Texte zu überlieferten Zwiefachenmelodien zu überlegen. Ich habe es ja schon gesagt, es waren am Anfang häufig auch so Textbruchstücke überliefert. Die hat Josef Eberwein dann zu mehrstrophigen Zwiefachenliedern ergänzt und damit entstanden auch ganz neue gesungene Zwiefache. 1950 hat man die beiden Gruppen, also die Gesangsgruppe, begleitet von den Dellenhauser Musikanten, zum ersten Mal im Radio hören können, mit der Alten Kat, mit dem Wirt von Stor, mit dem Eisenkeilnest. Und dieses Jahr 1950 markiert den medialen Beginn beider Gruppen als Hallertauer Zwiefacheninterpreten. Neuartig war vor allen Dingen ihre Darbietungsweise, und das ist auch für einen Musikerkollegen interessant. Das Gesangsquartett sang seine Zwiefachen im vierstimmigen homophonen Satz,
zum durchbegleiteten Rhythmus von Harmonika und gestrichenem Kontrabass. Die komplette Dellenhauser Besetzung des Septett übernahm die Vor-, die Zwischen- und die Nachspiele. Und das war außergewöhnlich, dieser Zusammengang einer Gesangsgruppe mit einem derart kräftigen Klangkörper, bestehend aus Holz- und Blechbläsern, Akkordeon und Streichbass. Denn im Gegensatz zu den eher zarten alpenländischen Liedbegleitungen mit Zither oder allenfalls mit Akkordeon, war diese Hallertauer Zwiefacheninterpretation neu. Und sie ist auch bis heute unverkennbar geblieben und wurde oft nachgeahmt. Genauso innovativ war die Dellenhauser Instrumentalbesetzung. Denn das Akkordeon hat dreistimmig den Blechnachschlag, den normalerweise früher bei der Blasmusik die Hörner übernommen haben, imitiert, also diesen dreistimmigen Nachschlag. Und der gestrichene Kontrabass hat die Tuba ersetzt. Diese Instrumentierung etablierte sich dann in der bayerischen Volksmusikszene ab den 1960er Jahren als Tanzlmusik. Das Repertoire der Dellenhauser Musikanten erhält neben gut 300 Rund- und Figurentänzen 90 anspruchsvoll arrangierte Zwiefache, die noch immer bei ihren Auftritten im In- und Ausland erklingen. Wenn ich sage anspruchsvoll arrangiert, aus dem Grund, weil es Otto Ebner war, der 1950 gesagt hat, Burm, jetzt zeige ich euch einmal, wie man einen Zwiefachen oder wie man einen Schottischen und einen Polka richtig arrangiert. Und das haben die aufgesogen wie ein Schwamm und haben damit ihren Stil geprägt. So, und bei all diesen Gruppen, die ich jetzt genannt habe, es waren ja nicht viele, das waren Trendsetter. Viele neu entstandene Blasmusik- und Volksgruppen haben sich daran orientiert, sei es an den Besetzungen oder am Repertoire. Ja, und damit komme ich allmählich zum Schluss. Es wird auch Zeit, wie steht es aktuell in den Zwiefachen? Heute halten die Volksmusikarchive Tausende von zwiefachen Dokumenten vor. Sie belegen die Verbreitung der Tanzmusikgattung in Niederbayern, in der Oberpfalz, im Egerland, in Mittelfranken, im mittleren und nördlichen Oberbayern und im Eichacher Land. Bis in die 1960er Jahre war in diesen Gegenden die Bezeichnung bayerischer geläufig. Im Donauries kennen wir den Zwiefachen als Schweinauer oder Schleifer und im Schwarzwald als Heuberger und Oberländer und in Tschechien als Bavorak, das heißt Bayerischer. Bei den Archivalien handelt es sich vielfach um handgeschriebene Melodien in Notenbüchern von Musikanten. In jüngerer Zeit kamen Tonbandaufnahmen, Tanzaufzeichnungen und Interviews hinzu. Ferner erschienen mittlerweile ja zahlreiche gedruckte Notenausgaben und Tonaufnahmen auf Schallplatte und CD. Auch im Internet lässt sich viel zum Zwiefachen finden. Das Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks birgt 2355 Zwiefacheneinspielungen. Eine Umfrage des Bezirks Niederbayern zur Zwiefachenpraxis unter Volksmusikgruppen in ganz Bayern im Jahr 2015 zeigte, dass über 1000 Musikanten Zwiefache in ihrem Repertoire ganz selbstverständlich führen. Und nicht nur das, um die Jahrtausendwende hat der Zwiefache erneut zur künstlerischen Auseinandersetzung inspiriert. So wurden traditionelle Zwiefache neu komponiert und arrangiert und es entstanden ganz neue Zwiefachenkompositionen, die sehr kunstvoll daherkommen. Also, der Zwiefache erlebte in den zurückliegenden Jahrzehnten eine Renaissance und durch seinen Eintrag als immaterielles Kulturerbe erlebte er eine Aufwertung wie nie zuvor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.